Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Island Part Riptide. Riptide, Part stimmt 7. Ja. Part 7. Oh ja. Mann, alles vorausgenommen. Hallo Chris. Hallo Nico. Oh Mann, ey. Es ja, ab und zu, ne? Du machst immer die Ansagen, ich versuche dich zu korrigieren. Du kriegst es ja sonst sowieso nicht hin. Wir haben neue Waffen. Ja, nee, nicht neu, aber wir haben unsere Fleischklopfer ein bisschen verbessert. Ja, sind total. Mit noch mehr Klopfen und noch mehr Fleisch. Noch mehr Fleisch. Kaputt klopfen vor allem. Ja. Macht so. Jetzt Hunds krassen Schaden, hoffe ich. Mal gucken. So. Auf jeden Fall sieht das Ding echt übel aus. Ja, hier 60 Meter bis dahin. Also da müssen wir jetzt zu den Elektro drehten. Ja, wir sind da irgendwie falsch gewesen, gerade in dem Haus. Da hätten wir noch gar nicht irgendwie reingemusst. Hier ist noch ein Inselführer. Was? Inselführer? Ja. Ach, da. Aber da müssen wir jetzt hier runter oder was? Müssen wir hier runterspringen? Ich weiß nicht, ob. Sollten wir nicht lieber einen Weg laufen? Na, siehst du hier einen Weg? Warte, Karte, Map. Ja, nee, eigentlich nicht so direkt. Du nicht hast so, recht. Ne? Komm, wir springen mal. Wo bist du? Da. Ja, lass mal runterkommen. Springen geht nämlich auch nicht so. Ah, jetzt. Noch. Schick aus hier. So, ich bin. Geronimo! Schön liegen bleiben. Ich hab's geahnt. Ah. Wow. Da kommt noch einer. Alter, voll. Ah, das war du Penner, ey. Wie er aussieht. Nicht schlecht. Oh Mann. Da hinten kommt noch ein Fetter. Die sind neu. Das sind die Wasserleichen, ne? Echt? Da hinten, ja. Ich hab gerade Inhalt für Kesslers Tagebuch. Ja, klasse. Ach so, weil du vergiftet wurdest wahrscheinlich, ne? Ah, nee, Wasserleiche, doch. Die konnten oh Gott, ist der stark. Die haben auch im Strahl gekotzt, ey. Aber einen unter Wasser bekämpfen ist richtig ätzend mit der Ansicht gerade. Okay, der ist dauernd. Dir geht's schon wieder nicht so gut. Du schaffst es dauernd dir irgendwie. Ja, der hat reingehauen ohne Ende. Hier hinten. Ja. Komm, keep calm. Das ist auch jetzt eine Wasserleiche. So, wir sollten jetzt weitergehen. Wir lassen uns immer ablenken ohne Ende. Wir müssen auch aufleveln und farmen. Naja, zurzeit sind wir, glaube ich, ziemlich gut. Ja, ich glaube. So, hinter uns ist gerade nichts. Welcome to. Auf. Hinter dir. Ach da, nee, vor dir. Ja, ich hab's geahnt. Ich bin einfach näher gegangen. Welcome to Mataka. Schön Feuer. Kriegisch. Schon reingetreten. Da steht einer und winkt. Und winkt, ja. Stanley. Wir sind aber hier. Du winkst in die falsche Richtung, Junge. Ja, weiß ich auch nicht. Da hätten sich Deep Silver ein bisschen mehr Mühe geben können, wa? Na, die sehen ja. Die hätten sich ja bewegen können irgendwie, genau. Oh Gott. Schaffst du es? Ja, ich schaff's. Ja, ist nicht so schlimm, wenn ich sterbe. Ist jetzt nicht so, dass ich ewig weit weg wieder spawne. So, und du hast übrigens noch mein Messer im Rücken, Alter. So. Oh Gott, das ist alles rot. Ich wünschte, ich könnte so kämpfen. Naja, dann gib dir doch mal Mühe, Alter. Echt mal. So. Und schon wieder machen wir eine andere Sidequest. Ja. Erst rette Mugambo, jetzt hat man Stanley. Ah, nee, rede mit Stanley, ach so. Und rette Stanley. Das war's, weißt du, ich dachte, sie hätten mich. Ja, ja. Aber er hat ein bisschen Kram für uns anscheinend. Vielleicht hätte ich auch mit Mugambo mal reden sollen. Nein, nee, der hat mir nichts gegeben, der hat mir nur Erfahrungspunkte gegeben. Ach so, gut. Und Geld, ja. Alkohol. Jetzt regnet es schon wieder. Es ist wirklich tropisch hier, das muss man schon sagen. Siehst du mal, ich wollte eigentlich mal googeln, wo Palanoi liegt. Ich glaube, die gibt's nicht, oder? Ich weiß es nicht. Palanoi gibt's. Nee, habe ich auch nicht gefunden. Echt? Oh. Hast du dich irgendwie vertan oder hinreißen lassen? Ich dachte, das gibt's. Von irgendwelchen Halbwahrheiten. So, Karte, wir sind nah dran, glaube ich, ne? Hier, das steht. Hier gibt's auch Nahrungsmittelkonserven, du. Hast auf der anderen Seite, da gegenüber in dem Haus gibt's Nahrungsmittelkonserven für die komische Quest, die du da angenommen hast. Die hast du angenommen? Nein, das war nicht nötig. Das ist eine neue Quest, die können wir nochmal machen. Ist es ja auch. So war's und nicht anders. Ich komme nicht hoch, ey. Hab. Ich bin zu doof, hier hochzukommen. Oh. Ah, jetzt. So, ich kletter mal. Komisch. Und guck mal, was. Ach, hast du auch eine Leiter gefunden? Ja. Direkt. Schönen. Ah, jetzt. Los, komm, wir umzingeln sie. Wo ist denn hier? Eine Werkbank. Klasse. Wir müssen ins Haus rein. Was ist
denn hier noch so? Oder? Nahrungsmittelkonserve. Die Tür ist zu. Schade. Okay, wird aber auch nicht nach Quest angezeigt. Die findest du irgendwie wohl überall, glaube ich, jedenfalls. Aber warum ist hier dann keine Tür? Es ist ein Riesenhaus, drei Türen, du kannst keine davon öffnen. Komisch, komisch. Er denkt sich so ein Mist aus. Kaputt schlagen. Alles kaputt schlagen. Na gut, okay, wir wollten ja eigentlich Drähte finden. Ja. Die sind immer noch ganz weit entfernt. Die sind irgendwie, oh, hier ploppt dauernd questmäßig irgendwas auf. Da hinten sitzt noch einer fest auf dem Camper. Wieso? Die Leute wollen alle irgendwie Hilfe haben. Die wollen alle gerettet werden, ey. Können die jetzt nicht alleine? Offensichtlich nicht. Help. So, wie kommen wir hier hoch? Gibt's einen Leiter? Weiß ich nicht. Ich weiß doch nicht, was er hat. Ah, hier. Ja, geh mal hoch. Ich töte. So. Ah, nee, den fass lieber nicht an. Ich habe noch wenig Energie. Filmregisseur, ist mir egal, du sollst mir deine Lebensgeschichte erzählen, sag mal. Erfahrungspunkte und verschwinde. Ja. Die Crew ist immer noch am Set und die wollten einen Horrorfilm drehen. Was? Hast du geschafft. Und du musst meine Kamera bergen, na klasse. Hol mal die Leute und vergiss die Kamera nicht, du Arsch. Ich nehme die einfach mal für uns an, ja. Vielleicht kommen wir ja dran vorbei, ne? Alles annehmen. Horror-Slasher. So, warte, jetzt muss ich bestimmt wieder die Quest hier ändern, weil sich. Wir wollten ja eigentlich elektrisierend machen. Ja, es ist wahrscheinlich wieder automatisch umgeändert, ja? Bei mir ist drinnen. Ja. So. So, geradezu jetzt. Ja, hoffen wir mal. Hoffen wir's. Bisschen rennen hier. Ja, hier rechts sieht auch gut aus. Das kommen wir nicht von hier, sag mal. Stacheldraht. Hier? Nee. Da können wir auch rein. Ja, da ist so ein Symbol, so ein Portal-Symbol. So ein Portal-Symbol, genau. Da hinten sind wieder ein paar Freunde. Oh, der hat einen Rucksack bei. Was, hat einen Rucksack bei? Na, der eine hat einen Rucksack um. Gott. Zack, und immer rauf da. Ich brauch Energie. Na? Hier ist noch Leiche und Seife. Nee. Leiche, nee, ich will was zu essen haben. Guck mal in die Mülltonnen. Ja, mach ich. Schatzjäger. Klasse, ne? Seife. Ja, ich weiß auch nicht, ich geh mal vor. Mir geht's hier ein bisschen besser als dir. Hier ist noch eine Klinge, die nehme ich mir mal mit. Ich hab grad was ganz Lautes gehört. Ja, das ist einer von diesen Schlägern. Ach, die brüllen immer so. Bist du schon wieder im Haus? Nee, aber es ist so dunkel gerade hier gewesen. Oh Gott, da ist ein Fetti. Ah, nee, ey. Ach, das ist eine Wasserleiche. Die kotzt woanders lang, Alter. Die halten nicht so viel aus, es geht noch. Aber die hauen genauso gut rein. Aber du hältst auch nicht mehr so viel aus. Nee, eben. Das ist das Problem, ja. Geht. Ah, ich hab keine Energie mehr. Ja. Geht doch. Und der klingt so eklig. Total aufgequollen. So, warum kommen wir denn da nicht in das dämliche Haus rein? Ach. Müssen wir runter oder was? Nee. Weil wir haben jetzt links hier den gelben. Achso, hier geht's ja auch lang, stimmt. Echt total bescheuert, war einfach Fenster einschlagen. Ich meine, wir haben ja schon so eine dicken Streitkolben. Alter, du hast an jeder Ecke irgendwas schreien. Warum? Ich will da rein zum Teufel. Und dir zeigt das ja auch hin. Ja, ich wollte gerade sagen, das sieht ja so aus, als ob man da hin müssen. Aber. Vielleicht geht's hier doch irgendwo rein. Where the hell is it? Ja, suchen den grünen hervor. Vielleicht unten? Drunter? Unten drunter? Na, viel mehr bleibt uns ja auch nicht. Naja, aber. Da gibt's auch nichts. Die Tür hätte ja sonst ein Symbol gehabt. Oder obendrauf. Aber wie kommen wir da hoch? Das ist auch so eine Sache. Leiter suchen. Such, ja toll. Warte mal. Den hattest du ja auch gerade. Hier, komm mal her. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, wir können auf so ein Fass raufspringen. So hoch können wir springen. Na toll. Und jetzt hier runter. Da ist was, ja. Und da ist eine Tür, die wir aufmachen können. Okay, hier ist, ich nehme mal mit. Draht. Oh, Entschuldigung, hier wollte ich gar nicht ran. Gewohnheit. Immer erstmal drücken. Ah, warte. Ja. Du schaffst das.
Oh, ich würde sagen, pass lieber auf. Hm? Ich schlage einfach alles auf alles drauf, was vielleicht noch leben könnte. Nee, Pustel, Pustel, Pustel. Boah, du hast aber auch ein Schwein, wa? Ich hab den gerade angeschossen. Einfach umgeruppt. Ja, so. Der explodiert, aber haut dabei schön was? Schaden raus. Oh. Oh. Das hat mich nicht erwischt, zum Glück. Ja, weil ich den vorher angeschossen hab. So, und Draht. Ja, na geht doch. So, große Batterie nehme ich auch mit. Redem Zui. Aufzeichnung, hier liegt eine Aufzeichnung zwischen den Reifen. Hier unten. Ah, da, ja. Und hier ist noch eine Kiste. Fackel, toll, danke. Mit X kann ich Fackeln werfen. Das muss auch nicht leise, diese Aufnahmen. So, jetzt ist auch die Tür offen. Ah, ja. Ist klar. Er war mit einem Stock versperrt. Ach so, okay. Das macht ja so, Sinn. Dann lass uns mal in unsere Quests gucken. Warte, die haben schon wieder mein Inventar bzw. mein Dings umgeändert. Ja. Rede mit Zoe. Okay, wir könnten also die jetzt abgeben. Was haben wir sonst noch? Ja, Jungle Horror Slasher. Wollen wir da hingehen? Ja, warte mal. Ich wähle mal an. Wo ist denn der da? Ja, mal gucken, wer natürlich nicht verkehrt ist, richtig. Oh Gott, das ist ja auch auf der anderen Seite der Map, oder was? Das ist ja auch am Arsch der Welt, echt. Verlassenes Filmset, da ist die Straße hier runter. Ja gut, da müssen wir ja sowieso hin, ne? Wenn wir zurückgehen. Naja, wir müssen auch zurückgehen, weil wir haben unser Auto ja stehen lassen. Ja, wenn wir die Autos jetzt wiederfinden würden, das wäre ein Traum. Nee, das ist der Weg, wo ich vorhin rein wollte, da kommst du mit Auto sowieso nicht durch. Das war extra abgesperrt. Schade. Okay, dann gehen wir einfach hier den Weg lang. Machen wir mal. Das ist ja auch hier wieder so eine Absperrung, dass du mit Auto nicht durchkommst, ja? Du kannst mit dem Auto die Zombies in Massen umfahren, aber du kommst nicht durch diesen kleinen Stock. Nee, die Autos könnten kaputt gehen. Ja. Deswegen, oh Gott, stimmt, ich hatte ja wenig Energie. Vergesse ich immer. Wo will der da hinten? Schön vorsichtig, ne? Einfach umhauen. Treten ist immer hilfreich. Ich meine, mein Inventar ist voll, verdammt. Sollte vielleicht mal meine Waffen wieder aussortieren bei Gelegenheit. Hinter dir ist einer aufgestanden, du. Die waren alle tot. Na, offensichtlich nicht. Ne, wir müssen mal verkaufen gehen, das stimmt. Das haben wir ja noch nie gemacht bisher. Ja. Müssen wir ein bisschen aussortieren. Zack. Oh, das ist wieder ein Schläger da, der eine war. Ja. Ja, ein Schläger. So, ich könnte jetzt meine Raserei wieder aktivieren, aber für einen lohnt sich das gar nicht. Der ist schön langsam, also an sich kannst du gut ausweichen. Ja, du musst nur mal aufpassen. Ih, da gucken schon die Gedärme raus. Das ist so schön. Also, anatomisch ist Deep Silver ja ganz gut drauf, ne? Ja, das auf jeden Fall. Du weißt auch schon, warum das so initiierend ist. Ja, natürlich. Das ist, hat seinen das sind seine Arme. Schön. 800. Das ist, variiert auch sehr. Was? Ja, na, wir sind aufgestiegen, deswegen kriegen wir auch weniger. Nee, der 800, das war mehr, als wir haben vorhin irgendwie 400 bekommen. Ach so, und ich dachte, wir hätten 1000 gekriegt. Echt? Ja. Oh. Da habe ich mich vielleicht verguckt, oder? Vielleicht? Vielleicht. Ah, hier, jetzt sind wieder die komischen... Ach, schon wieder so ein... Solche Altare, oder wie das... Ah, Voodoo. Ja, alles komisch. Ja, mit Voodoo macht man keine Scherze, ne? Das gibt's ja dann in Kapitel 2 irgendwie. Wir müssen... Nee, da müssen wir nicht lang. Da, weiter hoch, glaube ich. Warte, jetzt muss ich selbst gucken. Ja, glaube schon, ja. Oder wolltest du da mal kurz lang gehen? Wir verlaufen uns bloß wieder. Ja, das stimmt. Nee, wir finden nicht wieder zurück. Und dann schweifen wir ab und haben 10.000 andere Quests. Und vor allem machen wir dann Folgen ohne Ende. Das stimmt, ja. Nicht, dass wir das Let's Play in die Länge ziehen oder so. komm, du kipp erstmal um. Sonst hier mit Fetti ein bisschen beschäftigen. Stumpfe Waffen, Fähigkeitsstufe. Sehr schön. Schön, schön. Ja, ich sollte eigentlich auch mal lieber wieder Nahkampfwaffen nehmen, also hier meine Schlagringe. Lass sie absaufen. Bäh. Herausforderung, 2 von 4. Also müssen wir wahrscheinlich mehrere cool. Wasserleichen töten. Kriegen wir irgendwas. Macht Sinn, naja, EP vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Ne? Wenn wir was kriegen, ich weiß es schon. Vielleicht schön in eine reingezimmert. Nur so wieder. Zack, zack. In der Eier treten. Schön.
Also so mit so einem Schlagring ist schon cool. Bist du sehr schnell mit den Schlägen, ne? Ja, das stimmt, ja. Naja, ich stehe lieber auf große Waffen. Die dann sogar was Großes in der Hand, ja. Ja, ja. Hab ich ja sonst nie. Mann. Ah, das hast du gesagt. So, warte. Ach so, warte. Ist das ist schon wieder Zeit. Ach, was? Nee, echt? Ernsthaft? Ja, 15 Minuten, 24 Sekunden. Doch. Wahnsinn. Ich mache hier keine Scherze mit der Uhr. Die Zeit rennt. Nee. So, dann, ja, was uns da drin erwartet, ich kann auch so eine coolen Sprüche wie du, ne? Was uns in diesem Haus erwartet, das seht ihr dann in Folge 8. Ja, Folge 8. Bye. Dead Island. Let's play Dead Island Riptide. Macht's gut.